Hallo und willkommen. Jetzt gibt es eine kurze und knackige Baucheinheit. Viel Spaß. Leg dich einfach hin. Und dann zieh die Bauchdecke an und leg die Arme rechts und links. Bring beide Beine in die Luft und halte die Spannung hier in deiner Bauchdecke. Fang an, mit einem Fuß nach vorne zu tippen mit der Ausatmung. Wenn du willst, kannst du das so machen, wie ich es gerade zeige. Oder ein Bein nach vorne strecken. Wichtig ist, dass deine Bauchpartie wirklich fest ist. Zieh den Bauch nach innen, atme aus. Wenn du das alles im Griff hast, nimm die Hände an den Kopf und heb den Kopf hoch. Zieh die Bauchdecke fest nach innen. Die Schultern unten lassen. Der Kopf wird getragen von den Fingern. Die Bauchdecke zieht nach innen. Und du atmest aus. Ein. Die letzten. 4, atme immer wieder aus, 3 und 2 und 1. Und dann kurz die Beine entspannen, Kopf locker lassen. Hol wieder beide Beine in die Luft. Wir fangen wieder an, Hände an den Kopf und du drehst. Eine Schulter zur anderen Seite. Atmest aus. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Da kannst du gerne bleiben. Oder du streckst das freie Bein wieder nach vorne. Eine Schulter zum gegenüberliegenden Knie. Immer wieder ausatmen. Schau, dass dein Kopf im Nacken bequem liegt. Schau, dass deine Bauchdecke nach innen zieht. Atme aus. Noch 4. 3. 2. 1. Und ablegen. Einmal den Rücken lockern, ausschütteln. Nimm wieder die Hände an den Kopf, bring die Beine nach oben. Und jetzt kannst du anfangen, die Knie zu beugen und wieder zu strecken. Ausatmen und hoch. Oder die Beine nach vorne zu senken. Zieh die Bauchdecke wirklich nach innen. Halte den Kopf in den Händen, bleib mit den Ellenbogen offen und atme weiter. Zieh wirklich auch diesen unteren Bereich immer wieder aktiv nach unten ran. Ein bisschen noch. Schultern weg vom Boden, Kopf halten, weiter atmen. Und die letzten 4. Und langsam ranholen, wieder entspannen, den Rücken lockern, ausschütteln. Und dann nimm die Hände ganz weit in die Seite, halte dich richtig fest, hol die Knie ran, bring sie nach rechts, ohne abzusetzen nach links. Atme ein und dann hol sie mit dem Ausatmen wieder zurück. Wenn du willst, kannst du die Beine strecken. Langsam. Zieh den Bauch nach innen und strecke die Beine.
Stell dir immer wieder vor, du willst den Bauch ganz nach innen ziehen. So rundherum in der Taille, am Bauchnabel, zwischen den Rippen, überall willst du alles nach innen ziehen. Ein bisschen. Und wenn es dir so gar nichts ausmacht, dann lass die Beine gestreckt. Wie so eine Art Scheibenwischer. Von der einen Seite zur anderen. Die Arme richtig fest am Boden. Die letzten vier. Atme weiter. Drei. Zwei. Einen. Und dann komm wieder in die Mitte zurück, stell die Beine auf und locker. Prima. Komm ins Sitzen nach oben. Stütz dich auf die Unterarme und schau mal, ich nehme die Hände ein bisschen unter den Rücken. Bleib hier. Zieh die Bauchdecke an, nimm die Knie wieder ran. Wir beginnen mit ganz kleinen, einfach weiteratmen. Wenn du merkst, dein Rücken macht es mit, dein Bauch kann das halten, dann vergrößerst du. Und wenn das funktioniert, dann gerne die Beine strecken. Zieh den Bauch an, atme, zieh die Schultern zurück. Und denk immer wieder, Bauch festhalten, weiteratmen. Du entscheidest, ob du die Beine so streckst oder ob du sie wieder anwinkelst. Ein bisschen noch. Und die letzten. Vier, drei, zwei, eins und absetzen. Komm nach oben und streck deinen Rücken in die Länge. Weiter geht's. Bring die Beine nach hinten und komm in so einen Dreieckstütz. Füße zurück, Bauchdecke tief, fest anspannen und jetzt heißt es nachwippen. Und jetzt zieh die Schultern nach hinten, Kopf in die Länge und ganz leicht wippen. Zieh die Bauchdecke an. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ganz, ganz kleine Bewegungen. Langen Rücken, tief mit dem Becken, aber die Bauchdecke anziehen und wippen, wippen, wippen. Weiter geht's. Eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Vier Runden noch. Drei Runden noch. Zwei. Eins. Halten. Absetzen. Und locker lassen. Noch einmal aufrichten, Arme lockern. Gut. Jetzt auf die Hände und wenn es nicht geht, auf die Unterarme. Probier's aus. Beine lang, Bauch fest und du ziehst ein Knie nach vorne ran. Kurzes Ausatmen, Schultern zurück. Halten. Zieh die Bauchdecke an. Atme weiter und weiter und atmen und vorne bleiben und Knie ran und Bauch anziehen und ran und vier, drei, zwei, eins und absetzen. Ein paar Mal wieder die Schultern zurücknehmen. Zum Abschluss kommst du nach oben, kniest dich hin. Du weißt, du kannst die Matte doppelt nehmen, dann ist es weicher.
Jetzt ziehst du hier alle Muskeln an. Nimmst die Hände an die Seite, stabilisierst dich im Po und gehst einmal nach rechts, einmal nach links. So kannst du bleiben oder du streckst den oberen Arm in die Länge. Oder beide Arme. Atme aus. Und denk dran, spürst du das? Hier die Mitte ganz fest. Dann die Arme vielleicht wegnehmen. Weiter atmen. Und noch ein bisschen. Und dann bleiben wir gemeinsam auf der rechten Seite, in welcher Haltung du magst. Atme, zieh dich. Komm hoch und wechsel. Ganz lang, Bauchdecke anspannen. Und dann komm hoch. Und jetzt streck dich unbedingt auch in der ganzen Bauchregion weit aus. Perfekt. Arme lösen. Locker lassen. Und mach's dir bequem. Das war deine Baucheinheit. Von Herzen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Bis demnächst. Ciao.